Ein bisschen erinnert das ganze Experiment an die Story vom Planet der Affen, in der intelligente Affen die Macht über die Menschen übernommen haben. Ein chinesisches Forschungsteam hat nämlich jetzt menschliche Gene in Affenhirne eingepflanzt. Konkret geht es um das menschliche Entwicklungsgen MCPH1, das Hirnwachstum in menschlichen Fötus reguliert. Nach Angaben der beteiligten Fachleute sind die Affen durch das Humangen tatsächlich intelligenter geworden. Kritiker halten das für ethisch sehr bedenklich. Ihnen geht dieses Experiment aus China deutlich zu weit. Klickt zum Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Die menschliche Intelligenz ist nicht nur ein riesiges Rätsel, das Forschungsteams weltweit endlich verstehen wollen. Es ist auch ein Ergebnis der Evolution. Kurz gesagt, führten immer größere Gehirne zu immer neuen Fähigkeiten. Irgendwann verließen unsere menschenähnlichen Vorfahren die Bäume, gingen aufrecht, verwendeten Werkzeuge und schufen die Zivilisation. Für die Ausbildung von Intelligenz machen Fachleute unterschiedliche Gene verantwortlich. Doch auch wenn Forschungsteams in diesem Bereich noch ganz am Anfang stehen, wird das Gen MCPH1 als ein heißer Kandidat gehandelt. Vermutungen zufolge spielt es eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Bisher wissen wir, dass es unter anderem zur Zellteilung beiträgt und es bei Menschen nach der Geburt im Vergleich zu anderen Primaten deutlich aktiver ist. Dieses Gen MCPH1 wurde bei dem aktuellen chinesischen Experiment also insgesamt 11 Rhesusaffen eingesetzt. Dazu einer der beteiligten Forscher, Bing Su. Dies war der erste Versuch, die Evolution des menschlichen Verstands mit Hilfe eines transgenen Affenmodells zu verstehen. Nach der Verpflanzung der Gene in die Affengehirne wurden den Tieren verschiedene Aufgaben gestellt und ihre Hirnaktivitäten dabei mit einem Kernspintomographen-MRT überwacht. Konkret ging es unter anderem darum, bestimmte Muster und Farben wiederzuerkennen, und die Ergebnisse sind überraschend. Die gentechnisch veränderten Affen schnitten bei einem Gedächtnistest mit Bildern und Farben besser als die Vergleichsgruppe ab. Das Forschungsteam schreibt, dass es zu einer verlangsamten Reifung der Neuronen und damit einer verzögerten Entwicklung des Gehirns kam. Das Gehirn der manipulierten Affen entwickelte sich also langsamer als gewöhnlich. What? Was also jetzt? Klüger oder dümmer? Klüger. Der Punkt ist nämlich, das ist vergleichbar mit der Entwicklung von den Gehirnen menschlicher Kinder. Diese dauert ja bei uns Menschen überdurchschnittlich lange, was sich in einer sehr langen Kindheit äußert. Das Experiment mit den Laboraffen sorgte also für eine charakteristische Veränderung ihres Hirns und zu einer menschenähnlichen Entwicklung. Bezüglich der Hirngröße konnten aber keine Unterschiede festgestellt werden. Das Forschungsteam aus China bezeichnet dieses Ergebnis als bemerkenswert und betont, dass solche Experimente das Potenzial haben, wichtige Einblicke in die Einzigartigkeit des menschlichen Gehirns zu liefern. Nur so könnten Grundsatzfragen zur Funktion des menschlichen Gehirns endlich beantwortet werden. Doch das bisherige Studienergebnis ist lediglich ein kleiner Schritt, um dem Rätsel um die menschliche Intelligenz endlich auf die Schliche zu kommen. Und auch wenn die Ergebnisse zunächst spektakulär klingen, war das Experiment keineswegs auf ganzer Linie erfolgreich, denn von den 11 genmanipulierten Affen überlebten nur 5 Tiere die Testphase. Zudem kommt Kritik von Fachleuten, die nicht an der Studie beteiligt waren. Die Versuche des chinesischen Forschungsteams seien verantwortungslos. Solche Experimente würden die Rechte der Versuchstiere missachten und das Risiko erhöhen, dass bald noch extremere Eingriffe mit ihnen durchgeführt würden. Dazu der US-Genetiker James Zelecka. Die Nutzung von transgenen Affen zur Untersuchung von menschlichen Genen, die im Zusammenhang mit der Hirnentwicklung stehen, ist ein sehr riskanter Weg. Weitere Kritik für diese Art von Forschung gibt es auch aufgrund anderer Bedenken. Nach Ansicht einiger Experten und Expertinnen besteht die Gefahr, dass solche Laboraffen vermenschlicht werden und Assoziationen an den Film Planet der Affen geweckt werden. Dazu die US-Bioethikerin Jacqueline Glover. Sie zu vermenschlichen verursacht bei ihnen Leid. Wo würden sie leben und was würden sie machen? Wir sollten kein Lebewesen schaffen, das unter keinen Umständen ein sinnvolles Leben führen kann. Andere Experten und Expertinnen auf diesem Gebiet bezweifeln, dass die Affen angemessen versorgt worden sind und dass die geringe Zahl der überlebenden Tiere sowieso keine belastbaren Ergebnisse liefern kann. Die aktuelle Studie und auch die jüngere Vergangenheit hatte gezeigt, dass sich China auf diesem Gebiet der genetischen Modifizierung von Primaten einen technologischen Vorsprung geschaffen hatte. Hier werden Stück für Stück die neuesten DNA-Technologien angewandt. Anfang des Jahres 2019 wurden beispielsweise 5 Klone von genetisch manipulierten Affen geschaffen. Diese wurden extra mit einer schweren psychischen Störung produziert,
investiert, um in dieser Thematik weitere Forschungsergebnisse zu erzielen. Andere Fachleute kritisieren auch diesen Versuch als extrem verstörend. In den USA und Europa dagegen ist die Forschung an Primaten gesetzlich weitaus strenger geregelt, denn viele Fragen bezüglich der Tierethik sind noch unbeantwortet. Sind uns Menschenaffen so ähnlich, dass wir ihre Gehirne nicht verändern dürfen? Bleiben sie durch das Einsetzen von menschlichen Genen überhaupt immer noch Affen? Was sind die Gefahren? Bahnbrechendes Computerprogramm, nie wieder Tierversuche. Anklicken, anschauen und Klicks um Science and Fiction abonnieren, denn nur hier gibt es täglich faszinierende, naja, ihr wisst es ja. Bis dann. Bleibt dran.